Hi, hier ist Felix von Curve. Die Keynote ist gerade vorbei und ich befinde mich hier in der Hands-on Area, die sich gerade langsam füllt. Und vor mir habe ich das neue iPad Pro 10.5. Um die Hardware kümmern wir uns gleich, aber die freundliche Dame hier zu meiner Linken, die hat gerade dieses neue AR-Kit installiert auf dem iPad Pro, das gefeatured wird vom neuen A10X-Chipsatz und wird uns jetzt mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Ich finde das ziemlich beeindruckend. Also man sieht hier quasi die Oberfläche wird eingescannt und sobald ein Quadrat erkennbar ist, lässt sich ein Objekt platzieren. Das kann ich dann hier auswählen und schon kann ich eigentlich per Drag and Drop, abgesehen von einem anderen Drag and Drop Feature für die iPads, eine Taste irgendwo im Raum platzieren und es funktioniert überraschend gut. Also ich kann das Ganze auch mit Multitouch drehen. Und is it possible to move over the... Also ich kann auch, das ist verdammt cool, also ich kann auch in die Tasse reingucken, das ist sehr cool. Außerdem lassen sich noch weitere Objekte in der Demo hinzufügen, zum Beispiel eine Vase. Auch die lässt sich frei positionieren, also ihr erkennt hier, es sieht, also das System und die Kamera, die wissen halt genau, in welchem Winkel die Kamera zu stehen hat und auch da kann ich einfach näher rangehen an das Objekt und in die Vase reingucken. Das funktioniert sehr, sehr flüssig. Fragt man sich so, wer braucht da eigentlich noch Microsoft HoloLens? Alright. Hier wurde auch noch gerade gezeigt, ich kann auch noch eine Lampe hinzufügen. You already show me that you can implement a lamp or something like that. Genau, auch die kann ich einfach so einbauen in das Bild und man sieht im Hintergrund, can you move up a little bit? Man sieht im Hintergrund, dass die Menschen auch noch darauf zu sehen sind und ich kann das Bild einfach drehen. Also es funktioniert, ja, no problem, it's a demo. Die Dame zeigt mir gerade noch mal eine weitere Demo mit, es ist Holochess und zwar ein Star Wars Game. Das haben sie in der Demo, also in der Keynote zum Beispiel nicht gezeigt. Alright. Ah, wie cool. Also, hier oben haben wir Jabba the Hutt, der wird eingeblendet und im Hintergrund sind die Leute zu sehen. Das ist verdammt cool. Das erinnert so ein bisschen an das Holochess, was wir damals auch von den alten Star Wars Filmen kennen. Sehr cool. Ich habe keine Ahnung, wie man das spielt, aber es schaut ziemlich beeindruckend aus. Und is it possible to move around? So, ich habe hier auch die Möglichkeit. Also es ist eine ganz neue Art eigentlich von Brettspielen, eigentlich ein digitales Brettspiel. Und es funktioniert sehr, sehr flüssig dafür, dass das eine Demo ist. So, jetzt habt ihr gerade schon mal die AR-Demo gesehen. Jetzt liegt nochmal das Gerät vor mir. Und vor mir seht ihr das 10,5 Zoll große Display. Im iPad Pro rechts daneben sieht man, wie viel größer das ist, das 12,9 Zoll Modell. Also das 9,7 Zoll große Modell fällt damit weg und schaut... Wenn man sich das mal anschaut, wir haben hier auch die Speaker verbaut auf beiden Seiten. Also das kennen wir auch schon von den früheren iPad-Modellen. Wir haben hier auf der Unterseite dann, wenn man es dann eindockt, über den Smart Connector eben auch die Möglichkeit, das Ganze in der Tastatur anzuschließen. Wir haben hier implementiert. Ich gucke mal, ob ich hier die Notizen-App finde. Finde ich gerade nicht, aber wenn ich mal Safari aufrufen würde, dann habt ihr hier auch eben ein Fullscreen-Keyboard, was eingebaut ist. Also müsst euch da auch nicht orientieren, wenn ihr darauf tippen wollt. Und nachher für das 10,5 Zoll große Modell wird es eben auch für das Smart Keyboard eine normal große Tastatur geben. Ich bin jetzt nochmal in einem anderen Modell und zwar geht es jetzt hier nochmal um iOS 11 auf dem iPad Pro mit vielen neuen Features und ihr seht schon hier unten das neu designte Dock. Wie viele Icons hier reinpassen, konnte ich jetzt nicht rausbekommen aus den Leuten, die hier stehen, aber ich finde, es erinnert mich so ein bisschen an das Dock in macOS. Und genau. Could you just show us a bit? So we have the dock here. If I want to jump into Safari, I can simply tap. So wir sind jetzt hier in Safari. We can go to a site here, and I can use my pencil to show you the extremely smooth. Genau, was er hier gerade zeigt, ist eben das neue Scrolling dank Promotion Feature, das eben die Herzzahl, also die Bildwiederholfrequenz erhöht. Und man kann eben, wenn ihr das vielleicht seht im Video,
unglaublich, ja, snappy trifft es für mich, also unglaublich präzise und schnell scrollen und während des Scrollens eigentlich ohne Flackern den Text lesen. Also es funktioniert sehr, sehr gut. And let's say we want to take this image and add it to an email. All we have to do now, of course, is swipe up to get our email. Now, if I want to bring email out here to the side. Also jetzt zum Beispiel der Use Case, ich bin halt in Safari, will aber ein Bild, was ich gesehen habe, oder einen Link verschicken und kann jetzt einfach parallel über das Dock Mail öffnen. Tap new mail. Quasi nebeneinander her die Programme nutzen. Drag and drop. Funktioniert. Funktioniert sehr gut. Ein anderes nettes Feature, was wir in der Keynote gesehen haben, was auch hier ganz gut funktioniert, dieses Markup-Feature mit dem Apple. Jetzt wird es ein bisschen lauter hier mit dem Apple Pencil. Could you show us again the Markup feature? Yes, I was going to go into Files and show you the Files. Okay. Yes, of course. Also kleiner Blick. Ich hoffe, ich verstehe das jetzt gerade sehr laut. Kleiner Blick in den neuen Dateimanager Files. Also hier haben wir links die Übersicht. Da seht ihr, es ist iCloud Drive. Wir haben hier, ich kann mehrere, mit Multitouch mehrere Bilder einfach zusammenfügen und labeln. Aber ihr habt auch den Überblick hier, einen Einblick in Dropbox, eben die Übersicht der Dateien, die auf dem iPad sind. Und eben hier nochmal die Übersicht an Bildern, die er jetzt mit Multitouch ziemlich schnell gelabelt hat. Alright. Alright, so let's do Screenshot. Yeah. Was wir jetzt machen, ist es einmal einen Screenshot machen in Safari. Let me just get Safari set up here. I'll get no problem. Rid of this mail for you. So einfach schließt ihr deine App. Sucht euch irgendeine Webseite aus. How low can Trump go? Naja, was steht hier? Can Trump stoop? Alright, wir sind jetzt auf der Seite des New Yorkers. Alright. Okay, so now I can just take a screenshot. Machen einfach einen Screenshot, wie gehabt. Der taucht jetzt hier unten auf. Der lässt sich antippen. Ja, it's a demo. Alright, da sind wir drin und hier habt ihr schon eine Übersicht. Alright, wir versuchen es nochmal. Okay. We'll take a screenshot here. Machen einen Screenshot. Taucht hier unten auf. Jetzt funktioniert's. Und hier haben wir schon die Möglichkeit, Farben auszuwählen. Und schreiben einfach auf dem Screenshot. Und können das dann verschicken. Ganz normal, wie wir es auch kennen. Also per AirDrop, über iMessage, Mail und in Kontakte. Ziemlich cool. Ja, ich bin ziemlich gespannt auf das neue iPad Pro 10.5. Das ist, wie gesagt, nur ein erstes ganz kurzes Hands-on zu dem Gerät, wie es sich dann nachher schlägt, also wie die Performance dann ist mit dem neuen A10X-Chipsatz, der eben nochmal knapp 30% schneller sein soll als der A9X-Chipsatz. Das wird nachher der ausführliche Test zeigen. Auf den freue ich mich schon sehr.